Kingpin, hier ist Sentinel 2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Wenn Irons irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Keine Arbeit im Schattenmeer. Absturz. Exotyp Soldat. Hier ist Sentinel 2-3 im Endanflug. Verstanden, Sentinel 2-3. Primärziel ist die Fracht, alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Kingpin. Wir treffen uns mit Guardian 5 beim Abwurfpunkt und sichern die Fracht. Sentinel 2-3, Ende. Magnetgriff aktivieren. Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. So, ich sag aber eben Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty Advanced Warfare mit dem Darky Priest. Viel Spaß! Vorsicht bei den Windböen! Mit dem Magnetgriff stabilisieren! Wie denn? Ladung platzieren! Wo denn? Wenn man das ja auch da innen nicht hören würde. Gerät platziert! Macht Sinn! Auf mein Zeichen aktivieren! Los! 10 Sekunden! Raus aus dem Sprengradius! Das Flugzeug kippt! Das war echt knapp! Irgendwie coole ID. Fallschirme eingesetzt! Kraft im Schlepp! Unterwegs zum Abwurfpunkt! Krass! Einfach dem Flugzeug. Flugzeug die Flügel abgeschnitten. Drohnenleitung ist auf den Abwurfpunkt anvisiert. Kingpin, irgendeine Reaktion von Atlas? Wir verfolgen ihre Orbitalplattform. Bisher keine Aktivität. Ja, bitte Update. Und viel sehen tut mir hier ja nicht. Sentinel 2 sichert die Fracht. Lande bei deiner Position, Ilona. Sprenge jetzt das Schott. Was haben wir da? Das Extraktionsteam hat das Schott gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Da! Transportkapseln näher. Sentinel 2! Die Fracht sofort bei Guardian 5 einladen. Pünktlich sind sie. Muss man ihnen lassen. Kontakt! 12 Uhr! Hey, der lebt ja noch. Kontakt, 2 Uhr. Wir leiden schwere Verluste. Sentinel 2 schafft es nicht. Zu Guardian 5 durchbrechen. Mann verloren! Mann verloren! Wir schaffen es nicht zu Guardian 5! Wir müssen die Fracht holen! Kontakt! 10 Uhr! Ja,
halber Grabenkrieg hier. Ja, komm, Junge, so leicht darfst du mir das nicht machen. Mitchell, bleib hier! Mitchell, komm zurück! Ja, ich komm ja. Was? Wie jetzt? Was ist für eine Logik? So, wer seine Fracht liebt, der schiebt. Oh, ich glaube, ich bin wieder zu laut. Guardian 5, Fracht gesichert. In Deckung gehen und Feuer von Guardian 5 ablenken. Es ist getroffen. ASDs nähert sich. Hilfe, die Guardian 5. Am Heck habe ich das Rohr verloren. Dass der Gletscherspalte auch Leben retten kann. Alles bestens. Kingpin, bitte komm. Verdammt. Wir sind zu tief. Wir müssen einen Weg zur Fracht finden. Hier scheint eine Öffnung zu sein. Coole Gletscherhöhle. Licht. Es wird kälter. Die Anzugsysteme kommen kaum noch mit. Weiter scannen. Es ist hier unten verflucht. Habt ihr das gehört? Ungeschützt überlebt hier niemand besonders lange. Aktivität voraus. Die Gruppe rechts rückt ab. Kümmern wir uns um den Rest und folgen dann den anderen. Signalstärke wird schlechter, je tiefer wir gehen. Ilona, du hast unten rechts. Ich nehme den linken. Mitchell, du erledigst die beiden oben. Schießt du zuerst, Mitchell. Idee hier irgendwie in so einer Höhle.
Da vorne ist ein Ausgang. Weiter! Ist ein Ausgang. Weiter! Trotzdem die Waffe verloren. Ach man. Und jetzt? Okay. Ist das so eine gute Idee, oder? Boah. Fuck. Kann mich nicht bewegen. Komisch, dass wir den Sturz überlebt haben, ja, aber nicht. Hm? Wir müssen irgendwie zurück an die Oberfläche. Sofort. Wir können versuchen, dem Wasser hier entlang zu folgen. Ah, da ist draufgefallen. Sieht nicht aus, als hätten wir eine Wahl. Ich gehe vor. Mitchell hinter mir. Ilona, Rücken frei halten. Jetzt lass mich doch auch durch, wenn... Ach, Junge. An alle Sentinel-Einheiten, die dies empfangen, schicken Guardian 5. Wir haben 2 Verwundete und 1 Toten. Benötigen sofortige Evakuierung. Das ist die reinste Tiefkühltruhe hier unten. Echt? Könnte in dem Eis liegen. Die Wassertemperatur stört die Systeme. Behaltet eure Temperaturanzeige im Blick. Um sich zu ducken. Okay. Keine habe ich. Keine Taste. Auch nicht schlecht. Ich kann nichts machen. Wer feindliche Truppen! Schnell gehen!
Gesichert. Da vorne ist ein Ausgang. Weiter! Okay. Ach, schöne Gegend. Ich mag Berge. Guardian 5, hier ist Sentinel 2-3. Verstanden? Sentinel 2-3, wo zum Teufel seid ihr? Stehen unter Beschuss. Hohe Verluste. Hier im Arsch der Welt sind wir. Kontakt voraus. Drohnen nähern sich. Genau. Das muss der Hubschrauber sein. Na los, wir müssen weiter. Den EMP feuern, Mitchell. Nicht abrutschen. Der dient für Stärke. Kingpin, hier ist Sentinel 2-3. Guardian 5 hat die Fracht noch und wir nähern uns ihrer Position. Verstanden? Bitte wiederholen, Kingpin. Ist eine Extraktion möglich? Oh. Passt da! Ja, wie meint ihr das? F? Krasse Sache hier. Kontakt direkt voraus. Verdammt, sie haben die Fracht. Kingpin, hier ist Sentinel 2-3. Guardian 5 erledigt und Atlas hat die Fracht. Sind auf Abfangkurs. Habe verstanden. Schicken Extraktionsteam zur Position. Ich gehe runter, um sie rauszulocken. Erledige die Nachzügler, Ilona. Eröffne das Feuer, wenn wir in Position sind, Ilona. Schießt du zuerst, Mitchell. Feuer eröffnen! Los, wir brauchen die Fracht! Na los, wir müssen die Fracht sichern! Ich schieße auch, also mehr wie. Achtung, links! Nach links. Die Fracht ist davor! In Bewegung bleiben! Gib mir ja. Mach ich. Bin dabei, aber. Die Fracht ist da vor uns. In Bewegung bleiben. Ziele erledigt. Ja, jetzt wir können weiter. Hier runter. Wir müssen vorstoßen. Dieser Vitol darf nicht abheben. Gib mir Deckung. Feinde dringen von Westen aus ein. Raketen abgefeuert. Was denn jetzt schon wieder? Komm, schwimm, Kerl. Ah, den kenne ich doch. Gideon? Atlas 1, bitte komm! Hier ist Atlas 1. Juarez und Michael sind tot. Was? Warum jetzt, Gideon? Du hättest mit uns aus Neubagdad fliehen können. Und wir wären kein bisschen klüger. Es gab einfach zu viele Fragen. Ich musste selbst Antworten finden. Eins plant einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Er hat heimlich eine biologische Massenvernichtungswaffe entwickelt. Und wir sollen dir folgen? Wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Eins hat alles verraten, wofür ich einst stand. Ich will ihn genauso unter die Erde bringen wie du. Aber dafür müssen wir diese Fracht erreichen. Sofort. Okay. Dann geh vor. Ah, Berge. Ich liebe Berge. Mitchell, komm. Schnappt euch die Stinger und versteckt euch. Atlas 2-1, ich bin bereit. Sentinel-Agenten sind ausgeschaltet. Roger, Gideon. Du hast Glück, wir wollten gerade ohne dich los. Ist die Fracht sicher? Ja, Sir. Sicher und heil.
blockiert an, aber feuert erst auf mein Zeichen. Okay, schön. Gideon, wir erfassen mehrere Wärmesignatoren. Bist du sicher, dass du da alleine bist? Schieß ihn ab! Komme, fordere Evakuierung an! So, mein Junge, lauf! Hier bricht gleich alles zusammen. Der Evakuierungstrupp ist da. Wir kommen zu eurer Position. Spring, Mitchell. Kingpin, die Fracht ist gesichert. Oh, eine Lawine. Wir haben einen Gast aufgesammelt. Bring ihn zur Nachbesprechung. Komme, Ende. So, meine Lieben, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Call of Duty Advanced Warfare mit dem Darky Priest. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.